Moin Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zu Let's Play Harvest Moon Magical Melody mit Ecto Slicer mal Hallo. Wieder. Nach circa ewig und 8 Tagen geht's mal wieder los und ich weiß, heute war doch ein Festival und ich habe keinen Plan mehr, was wir machen müssen. Es war ja schon, wie lange, 3 Monate? Mindestens. 4 Monate? Mindestens. Auf jeden Fall ist hier ein Fest. Irgendwo. Sehr, sehr lang her. Dass ich in YouTube zu hören war, ist auch sehr lang her. So, Entschuldigung, mein Ohr hat gekratzt. Ich hab kein Sound. Das jährliche Herbstpferderennen fängt gleich an. Ich beantworte Fragen zum Rennen und nehme die Anmeldung entgegen. Okay. Ich weiß noch, dass wir unserer Eulen da jeden Tag Eier geschenkt haben, das weiß ich noch. Genau. Weiße Eier und braune Eier auch. Ich gehe gern zu dem Rennen. Ich brauche diese Art von Unterhaltung. Okay. Das ist sie. Ich renne. Das ist sie, Gwen. Ja, ich renne gern über etwas Wiesen. Aber in einem Wettrennen würde ich nicht antreten. Du trittst trotz deiner früheren schlechten Erfahrung nochmal an. Sowieso. Das ist die arrogante Tuse. Ich will nichts bestimmen. Was soll ich tun? Okay, dann reiten wir mal. Hallo, was kann ich für dich tun? Anmeldung. Es gibt 4 Einzelrennen für jeden Preis, bla bla bla. Das Rennen beginnt mit dem untersten Rang und das letzte ist das höchste, hast du verstanden? Yo. Ja. Ich nicht. Ja, pass auf. Ja, nee, ich kann leider nicht. Oh mein Gott. Die ganzen Emotionen. Erst mit den Gekrisse und dann die grünen Zeichen. Und ja. Erstmal auf. So. Hattest du eigentlich schon ein Pferd? Ja, ich habe ein Pferd. Das Rennen endet in einem tollen Finish. Oh. Foto-Finish. Oh, kein Lass mich mit dir reden. So. Rennen starten. Ja, ich habe immer noch kein Pferd. Stimmt. Du hast kein Pferd? Ja, das damit. Ich habe kein Pferd, mit dem ich antreten kann. Ja. Weil mein Pferd einfach zu Overpro-Gamer ist dafür. Achso, ja, natürlich. Die haben gesagt, nee, dein Pferd ist einfach zu krass. Du kannst hier nicht teilnehmen. Richtig. Das Ende ist schon das zweite Rennen hintereinander. Ja, es gibt 4 Rennen um die. Also. Haben die nichts Besseres zu tun? Wahrscheinlich nicht. Das sieht so aus, oder? Ja. Okay, das Rennen starten. In Ordnung. Kannst du dich entscheiden, mit welchem Pferd du? Ja. So, und zwar mit Flora. Ja, das fragt er jetzt zum dritten Mal. Und wir wollen wissen hier. Warum hast du jetzt auf einmal ein Pferd? Ja, weil Pferd Oberpro-Gamer ist, ne? Achso, das kann nur im Rennen C mitmachen. Mhm. Achso. Wenn du ein neues Pferd hast, macht das in Rennen D mit. Wenn du ein Pferd schon ein bisschen länger hast, dann quasi das Rennen ist. Rennen C. Wir sind jetzt Rang B, weil mich mein Pferd voll gern hat. Achso. Okay, bla bla bla. Die Regeln sind einfach, gib deinem Pferd gute Anweisungen und pall die CD an. Warum hast du so wenig Ausdauer? Ja, weil ich nicht geritten bin. Mit dem Plus- und Minusknopf änderst du das Tempo, mit dem abheitschst du. Vorsicht, dann hat das Pferd zu schnell, treibst es zu stark an, nimmst seine Ausdauer ab. Okay, seid ihr alle bereit? Lass die Fanfare erklingen! Flying! Flying? Ich dachte, das ist Pferderin. Ja, ich verkack das sowieso, wie man sieht. Weil. Oh mein Gott, ist verwirrt. Es hat sich selbst verletzt. Konserve. Nee, weil mein Pferd. Ist zu schlecht. Nee, weil ich nicht geritten bin mit dem Pferd. Und ist das auch scheißegal, ob ich da jetzt gewinne oder nicht. Das ist so spannend. Dein Pferd hatte die ganze Zeit Sternchen, das wusste gar nicht, was sie tun. Oh mein Gott.
Sieht sein Pferd genauso aus? Das ist der Sieger, das ist Bob. So, Ecto. Ich weiß gar nicht, gibt's eigentlich die Aktion von Magus noch? Das mit diesen komischen Burgern da? Diese Gewinnerburger da, wo der Pete's mit Burger und was weiß ich alles. Achso, ja, den gibt's sogar noch. Gibt's den noch? Hast du da schon mal was probiert? Den Pete's mit Burger habe ich schon mal probiert. Und ist der was? Den finde ich aber nicht so toll. Nee, da finde ich den Big Tasty Bacon besser. Und die anderen tue ich mir nicht an. Ich weiß nicht, die hören sich schon irgendwie doof an. Okay, ja, ich bin im Überlegen, was sehe ich. Weil ich fahre ja dann später nach Hause. Dann fahre ich am Magus vorbei. Magus, wir saßen gestern von wie viel Uhr war noch? Von 20 Uhr bis 24 Uhr saßen wir im Magus gestern. Alter. Weißt du, das sind die Freunde, die setzen sich lieber 4 Stunden ins Magus, anstatt 4 Stunden mehr aufnehmen. Ja. Ach ja, damit ist unser Herbstpferderennen beendet. Nehmt ihr der Pferde gut für das Frühlingspferderennen? Ja, das werden wir machen. Ist zwar scheiße, weil für Rang B hätte es eine Powerbeere gegeben. Die hätte ich schon gern gehabt. Nächstes Jahr nochmal machen. Ja, dann muss die. Ja, dauert halt ein bisschen, bis ich die dann habe. Aber hey, never mind. Gib mir eine Note, los. Hase, fang ihn. Den essen wir jetzt. Hauen auf den Grill. Tiere lebendig. Müssen draußen bleiben. Tut mir leid, Ecto. Ich muss jetzt leider aus der Konfi gehen. Achso, okay. Es war schon mit dir, Ecto, aber Tiere müssen draußen bleiben. Okay, wir schlafen jetzt einfach mal ins Bett gehen. Das Schwein ist immer noch so fett wie vorher. Es hat sich nicht viel geändert. Nein. So, erstmal das Schwein wieder nehmen. Hoch und das Hundi. Und was ist für ein Tag? Was ist für ein Tag, verdammt. 18. Was ist das für ein Knospenplatz? Knospenplatz? Erntefest, okay. Und Kürbisfest. Hast du Kürbisse? Jo, das Wetter von morgen bewolkt. Bewölkt ist es. Ja, bewölkt. Ich denke, dass ich Kürbisse habe. Ich hoffe zumindest. Das letzte, was du angebaut hast, waren, glaube ich, Zwiebeln oder so. Ich habe keine Ahnung. Ganz viele Zwiebeln. Oder Tomaten und so ein Scheiß. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe oder Mais hast du auch noch angebaut. Genau, Mais hast du auch. Paprika habe ich angebaut. Paprika? Und Auberginen. Oh, ganz was Exklusives. Wie viel gibt das? Ich hab keine Ahnung. Ach ja, das dauert jetzt wieder. Ich wollte eigentlich heute noch ein Sommerfest. Zu meinem Bro. Der muss heute arbeiten, da. 2 Stunden lang. Ach ja. Deshalb, vielleicht machen wir jetzt eine kleine Session und danach, wenn ich wiederkomme, können wir eine große Session machen. Ja, ich hätte gesagt, wann musst du weg? So 1-2 Parts. Also es wäre gut, vielleicht so um 5? Das ist 20 vor. Ja, dann oder nehmen wir einfach so bis 5 auf, dann kommt heute ein großer Part. Mal wieder. Genau. Mal wieder. 140 gibt es nur, also mit Mais hast du mehr bekommen. Ja, es kommt auf die Menge an. Du kannst auch eine Menge Mais anbauen und Popcorn draus machen. Ja, aber Mais kann ich ja im Herbst nicht anbauen. Achso, das ist auch noch Jahreszeit gebunden. Ja, klar. Ecto. Kiki! Ja, stimmt, Handy. Ah, da ist der Ecto. Ecto! Der hat natürlich wieder ein weißes Ei gelegt. So muss das. Oh, Masu hat wieder passend zu seiner Hautfarbe ein braunes Ei gelegt. Geht mal weg da. Eine Fresse sonst. Eddie, du bist aber toll gelaunt. Weißt du, ich lieg das... Du hast auf den Huhn, auf das Huhn geworfen. Ich lieg das... Diesen 5-Kilo-Sack. Pah! Aufs Huhn drauf.
Okay, das habe ich jetzt so gefüttert. Dann füttern wir das hier noch. Oh, es hat auch einen Namen. Das hier, ja, das Huhn. Entschuldigung, der Huhn. So. Der Huhn tut mir leid. Der Huhn. Mhm. Du hast, glaube ich, eins vergessen. Nee, das liegt dann auch... Ach nee, es liegt im Futter. Richtig. Das ist für der Ecto, weil der Ecto soll mal... Wie viele war das? Ich glaube, zwei nach hinten gieße ich da dann. Einfach mal testen. Boah, I'm charging! Das ist immer noch so awesome. I'm charging my water! Ach, das ist immer noch genial. Das verbraucht aber viel Ausdauer. Ja, das ist auch klar. Ich bewässere da ja auch einiges. Ich bewässere ja zwei hinter mir. Eins. Und zwei hinter mir, zwei vor mir. Das ist klar, das ist ja extrem viel. Wie war das jetzt? Ich glaube, das muss ich zweimal aufladen, ne? Ja. Alles klar. Dann nehmen wir mal die Auberginen. Auberginen, tut mir leid, nicht Ober. Auber. Auberginen. Was wollte die? Wollte die braune Eier oder weiße Eier? Ich glaube, die haben wir immer mit weißen Eier beschenkt. Ist egal, eigentlich, glaube ich. War eigentlich egal. Ach, egal, die bekommt weiße Eier. Rassendiskriminierung okay. Und so, ne? Weiße Eier. Immer nur weiß. Ja, das ist eh voll diskriminierend. Ich meine, die schwarzen, die braunen Eier sind nicht so viel wert wie die weißen Eier. Ich glaub, ja, klar. Ich glaub, so wie der schwarze Xbox-Controller günstiger ist als der weiße Xbox-Controller. Wobei ich sagen muss, der schwarze hat irgendwie mehr Stil. Ja, das finde ich auch. Gefällt. Deshalb habe ich mir auch, denke ich, den schwarzen geholt. Der gefällt mir besser. Weil ich habe ja einen Xbox-Controller an meinem PC dranhängen, damit ich einfach zocken kann, weil... Oh. Ja? Der feine Herr hat so einen Teil. Richtig. Ich habe halt nicht komplett den schwarzen, sondern eher den sondern der mit dem grauen Strich da noch unten drunter, wo man das Headset reinsteckt. So. Aber okay. Ich habe halt den weißen gesehen und habe mir gedacht, sieht hässlich aus. Ja, da sieht man die ganzen... Das ist ja immer so braunes Zeug dann irgendwie drauf. Ja, ich finde das Weiße... Das sieht man auch immer. Ich bin halt ein Kerl, ja? Und da ist es halt dreckig in der Wohnung. Und wenn ich den Weißen hab, der sieht dann innerhalb von 2 Wochen nicht mehr weiß aus, sondern schon mehr bräunlich schwarz. Braun. Also ich kaufe dir lieber sofort einen schwarzen, ne? Bevor der Weiße dann schwarz wird. Richtig. Ja, hört sich gut an. Alter, die Eier sind nur 80 wert. Ja, die Auberginen sind aber gut. 240. Ja, ich bin da sowieso jetzt noch voll von dem anderen Harvest Moon. Ich habe mir ja jetzt ein 3DS gekauft. Oh. Holst du ja auch Animal Crossing? Da habe ich schon. Hast du ja. Schon? Und wie ist das? Ich weiß sah nicht, irgendwie langweilig aus. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat das so einen Suchtfaktor. Also ich spiele jeden Tag so ungefähr mal eine halbe bis dreiviertel Stunde Animal Crossing. Echt? Frag mich nicht wieso. Ich fand, das sah irgendwie ziemlich langweilig in der Werbung aus. Man läuft rum und macht irgendwas. Irgendwas komisches. Ich weiß nicht was. Was macht man da? Ja, du bist halt Bürgermeister von einer Stadt und dann musst du deine Stadt ausbauen und dein Haus ausbauen und Sachen sammeln. Da heißt es mehr oder weniger. Ein Harvest Moon ohne Farmen. Richtig. Was nicht so. Und was ist die Story von dem Teil? Gibt's keine, das ist mehr so. Achso, man läuft einfach nur endlos rum und baut seine Stadt aus. Ja, das ist halt nach Echtzeit und quasi, wenn bei uns Weihnachten ist, ist bei dem da auch Weihnachten und
dauert es ja richtig lang, bis mal Winter wird. Ja, genau. Also momentan ist halt Herbst und ist halt auch Wetter angeglichen. Herbst? Sommer, Entschuldigung. Und ist halt auch... Naja, in Bayern weiß man ja nie. Ach, also, ja, ihr lebt ja auch eh im Ausland. Gehört ja gar nicht zu Deutschland. Hey, wieso kann ich dich... Wieso kann ich die nicht melken? Ja, dann halt nicht. Weil du vielleicht keinen Eimer hast. Ach, war das? Ach, das war ja so, die musste ja zuerst fressen, ne? Ja, genau. Ach ja, stimmt. Das ist ja, genau. Das ist ja. Jetzt kann ich sie melken. Da war ja was. Jetzt kriegst du grünliche Milch. Pass auf. Nee, goldene Milch. Oh. Oh, goldene Milch. Oh, das ist 200 wert. 200. Ich hab halt jetzt auch für ein 3DS ein Harvest Moon, ne? Und das ist ja halt kein Vergleich zu dem hier. Also... Da ist ein 3D, ne? Ja, das meine ich nicht. Generell die ganzen Sachen, wie teuer die sind und alles, also... Jetzt gucken wir mal, wie sehr sie uns schon lieb hat. Gewinn. Oh! Oh, noch 3 Herzen. Ich wollte jetzt eigentlich was anderes gucken. Ach, ich hab noch 900 Bird. Ah ja, stimmt, ich hab ja alles. Ja, du hast ja alles mit Mais voll gemacht. Ja. Da hast du, glaube ich, 999 Birdfood. Ja. Da haben wir doch gesagt, das reicht doch erstmal für 5 Jahre. Da hast du doch den ganzen Mais in Birdfood verwendet. Ja, das, da war ja was. Genau. So. Alles klar, dann geben wir dir jetzt wieder unser Ei. Unser gutes Ei. Sehr gut. Das linke, denn das ist im Durchschnitt größer als das rechte. Wusstest du das? Echt? Das wusste ich gar nicht. Danke, dass du mich aufgeklärt hast. Hallo, ich mag Leute, die gern fett essen. Der Arm liegt ungut. Ja, nee, weil das ist... Wenn man fetten Leute, so richtig fette, die sich kaum bewegen können, darauf steht hier einfach. Das Thema hatten wir schon. Nee, es ist so, in der Natur, also bei den Kerlen, ist es so, dass das linke Ei, glaube ich, größer ist als das rechte, weil sonst der Platz nicht ausreichen würde und dann würdest du dir wehtun. Also rechts reicht der Platz nicht aus. Richtig, beziehungsweise wenn die gleich groß wären, wird der Platz nicht ausreichen. Irgendwie so war das, also. Man munkelt. Die Leute werden sich auch denken, Alter, der hat nichts Besseres zu tun, als in Harvest Moon über Eier zu labern. Ja, warum nicht? Ah, wo wollte ich hin? Ich wollte eigentlich irgendwo einkaufen gehen, aber wo war der Scheiß? Ah, der Lager war ja hier, der Einkauf. Der Lager? Sure. Sure, der Lager, Alter. Junge. Gib mir halt du und ich mach dich kaputt. Ich geb mir 20 Euro. Ich könnte mir jetzt eigentlich einen Butterzubereiter oder Käse. Mach ich mir Käse? Was ist mehr wert? Wahrscheinlich Käse, weil Käse einfach mehr wert ist als Butter. Aber wieso habe ich eigentlich so viel Geld? Ektor, was wollte ich mit dem Geld nochmal machen? Ich habe keine Ahnung. Ich auch. Du wolltest irgendwas ausbauen, glaube ich. Ach stimmt, da wollte ich gucken, ob... Ja, gut, da kann ich gucken, ob ich was ausbauen kann. Vielleicht das Lager oder das Korn-Ding oder dein Haus? Deine Villa? Der hat morgen eh offen. Morgen ist Montag. Also morgen ist Sonntag, aber morgen ist Montag. Klingt komisch, ist aber so. Ist aber so, stimmt. Ey, ich fahre am Dienstag in die Türkei. Echt, was machst du da? Urlaub. Kann sich so... Du Urlaub? 2 Wochen. Ich Urlaub, ja. Ich Urlaub. Ich Ecto, ich Urlaub. 2 Wochen bin ich dann weg. Wollte ich mir nicht das Haus umbauen? Ja, das sollst du machen, ja. Genau. Das sollte etwas größer werden. Nö, das kostet 50.000. 50.000 Ecto.
Oh, what the fuck? Und 100 Holz. Ich glaub's, Holz kann ich mir leisten. Nutzholz. Wie viel habe ich jetzt? Erstmal 100 Holz. Wie viel Holz habe ich jetzt eigentlich? Das kann ich auch irgendwo nachgucken. Nicht hier. Jetzt habe ich die. Ja, ist egal, habe ich halt gegessen. Lecker, der Paprika schmeckt toll. Das Holz? Das Holz hast du gegessen? Nee. Ecto. Pass mal auf. Ja. Lies dir das mal durch. Okay. Lecker. Der Paprika schmeckt toll. Der Paprika schmeckt toll. Ach nee, verdammt. Krass. Ja, so als Farmer, ne? Geht man so oft in die Schule. Ach ja. Kann man schon mal den Artikel vertauschen. Der Paprika, der Paprika. Ist doch ganz klar, hallo? Ich könnte die Scheune ausbauen, aber will ich das? Oder ich spare auf mein Haus. Aber will ich das? Aber das dauert noch so lang. Oder ich habe ja eine Windmühle. Wasser doch habe ich, glaube ich, und einen Brunnen. Da habe ich ja alles. Ja. Eigentlich könntest du dir sofort aufs Haus Level 5 sparen. Ja, dann spare ich mir aufs Haus Level 5. Kostet ja nur noch 50. Weil das kostet ja. Ja. Das sollte ich eigentlich relativ schnell zusammen haben. Weil wenn du jetzt bis 50.000 sparst, dann musst du nämlich noch 80.000, um Haus Level 5 zu kriegen. Ich meine, hallo, wenn ich jeden Tag der Paprika verkaufe, dann... Der Alter, sure, kauf der Paprika. Schmeckt super gut. Ach ja, der Paprika. Das haben bestimmt Türken gemacht. Also nichts gegen Türken, ne? Ja, dann labern wir nochmal mit ein paar. Was sagst du uns? Ja. Hey, guten Tag. Versuch möglichst viel mit Rollen. Ja, ja. Kannst du manches dabei lernen? Guck. So. Bring vorher eine Ernteprobe. Ja, alles klar. Also nächste Ernte. Nächstes Mal, wenn wir irgendwas haben, müssen wir da eins reinschmeißen. Hast du überhaupt... Achso, Erntefest kannst du irgendwas reinschmeißen. Richtig, irgendwas, was ich halt... Auch ein Ei. Nein, ich ernte ja kein Ei. Es gibt doch auch goldene Eier, ne? Ja. Oh ja, unsere Küche, unsere Bonzenküche da oben. Bonzenküche. Mit Marmorplatte. Haben wir nicht noch irgendwie Möbel? Irgendwie was. Ah, okay, TV-Gerät nicht. TV-Gerät hast du doch schon. Gutes TV-Gerät auch. Naja. Küche habe ich schon. Bücherregal. Ich könnte auch ein Bücherregal anderes hinstellen. Was passt hier? Das passt doch. Ja, aber ich hätte auch ein weißes Bücherregal. Nee, das ist weißes Holz. Und blaues. Tisch habe ich eigentlich alles. Ne? Ein Herztisch. Ja, ein Herztisch. Oh. Ein rosa Tisch. Alter. Ich will mal was gucken. Kann ich mir hier eigentlich, ich mein... Bett in die Küche stellen? Das wäre übermäßig geil. Jetzt warte mal. Ich würde mir auch mein Bett neben den Kühlschrank stellen. Was sagst du? Oder neben... Ein neben der Mistestheke. Neben diesen Brief. Nee. Ein Buch lesen braucht man nicht. Was ist eigentlich hier drin? Nix. Das sieht so aus. Das ist irgendwie so leer. Aber wir haben... Du hast eh nur diesen Blaumann und das T-Shirt. Mehr hast du ja nicht. Und die Kappe. Und die, Haare 3 cm neben dem Loch. Ja. Ja, die sind schon so lang, die sind halt durchgewachsen.
kann man halt nichts dran ändern. Aber ich hab... Oh mein Gott, ist es vor dir eingeschlafen. Das ist etwas so langweilig, Ecto. Ja, hast du es angeguckt. Alles klar, dann würde ich sagen, das war's an dem Tag. Wir können in die Federn gehen. Die Federn, es ist genau... 58. 16.57 Uhr. Dann ist es 16.58 Uhr, Lügner. Hier in Bayern, ey, müsste immer was Besonderes sein. Nee, wir leben einfach vor der Zeit. Nur 23.000, das passt doch, wir haben viel. Ihr habt irgendeine Perversion aus Deutsch kreiert, was kein Mensch versteht. Wie hab ich... Ja, Mehrheit. 5.000 hab ich gestern eingenommen, das passt doch alles. Sie hat immer noch nur... Ja, uns fehlen auch noch ein paar Menschen. Ja, vielleicht fehlen noch ein paar Menschen. Die Nami, die Emotus. Oh mein Gott, Katze, Katze. Spatz. Der Hase mag dich auch. Ja. Das Eichhörnchen auch. Das Eichhörnchen auch. Aber die Katze mag dich nicht. Und der Waschbär auch. Und die Ente mag mich auch. Ente. Das ist ein ganz du Scheiß, Spasti. Ente, ganz. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir speichern jetzt. Das war's mal wieder. Ich hab viel geschafft. Du hast im Pferderennen verkackt. Du hast nur ein Ei abgegeben. Und du konntest dir nichts leisten. Ah, ein sehr produktiver Part wieder mal, ne? Ja, echt. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zugucken, mal wieder fürs Ecto kommentieren. Ja, danke. Ich bedanke mich auch bei dir. Der Hund geht nur gegens Bett. Ja, das ist ein... Den hätte ich Ecto nehmen... Ne, den hätte ich Haus nennen sollen. Das ist der Moonwalk-Hund. Naja, Leute, also dann, ich bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wahrscheinlich wieder mit Ecto, weil Ecto einfach sowieso nichts zu tun hat, außer mir bei Harvest Moon zu gucken. Und ich melde mal einfach die Luft, vielleicht bekomme ich was. Oh, frische Luft. Oh. Billig für eine Kanne voll Luft. Okay, Leute, also dann, haut rein, ciao, ciao. Tschüss.